Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Im heutigen Video schauen wir uns 5 Aktien an, die im letzten Jahr einen kleinen Rücksetzer hatten und für den einen oder anderen vielleicht unterbewertet scheinen und damit klare Kaufempfehlungen wären. Im zweiten Teil erzähle ich dann so ein bisschen, was ich von den Aktien halte, ja, welche ich davon besitze, welche ich kaufen möchte und werde und von welchen ich eher die Finger lassen würde. Das Ganze ist natürlich wie immer keine Kaufempfehlung oder Rechtsberatung, Anlageberatung, sondern wie immer nur meine persönliche Meinung. Springen wir direkt mal rein. Die erste Aktie, die wir uns anschauen, ist AT&T. Ja, wie man sieht, AT&T hier hat das Hoch gehabt bei etwas über 41 Euro und ist zurückgekommen auf 33, also guten Umsatz, einen Kursrückgang von 20% innerhalb des einen Jahres. Ja, was ist AT&T? Telekommunikationsdienstleister in den USA, zahlt eine solide Dividende, wo es mir, was für mich wichtig ist, wie man das hier sehen, das Ergebnis, die Aktie, ja, stagniert mehr oder weniger und die Dividende wird immer höher, gleichzeitig quasi auch die Ausschüttungsquote immer höher. Das heißt, warum ist AT&T so zurückgegangen oder warum ist AT&T vermeintlich recht günstig? Ja, AT&T wächst organisch nicht mehr und hat auch eine sehr hohe Ausschüttungsquote, deswegen vermeintlich relativ günstig bewertet. So, die zweite Aktie, die wir uns anschauen, ist Fresenius. Fresenius ist ein Gesundheitskonzern aus Deutschland, der aber auch Anteile hat an vielen Kliniken, also ist ein großer Krankenhausbetreiber in Deutschland und hält ca. 30% an einem anderen DAX-Unternehmen, und zwar an Fresenius Medical Care. Da hat man auch gut 30% Anteile. So, Fresenius ist ebenfalls um 10-12% zurückgegangen, seit dem Hoch hier bei 78. Aber schauen wir uns mal den längerfristigen Chart an, muss man sagen, Fresenius ist immer sehr, sehr gut gewachsen, gerade in den letzten Jahren. Und jetzt gab es halt mal einen kleineren Rücksetzer. Was die Dividende angeht, muss man sagen, ist die Dividende nicht unbedingt besonders hoch, wenn man das hier sieht. Aktuell 62 Cent bei einem Kurs von über 70 Euro, also unter 1% Dividendenrendite, aber die ist solide gewachsen in den letzten Jahren hier. 2010 hatten wir 29 Cent, 2016 haben wir schon 62 Cent. Ja, das ist Aktie Nummer 2. Aktie Nummer 3, die einen kleinen Rücksetzer hatte, ist Starbucks. Starbucks, der Rücksetzer ist sogar gut 20% gewesen, hier von 57 auf 47 jetzt aktuell, also war sogar schon bei weit niedriger, also so mal um die 45 Euro. Das heißt, wir haben einen Rücksetzer ebenfalls von um die 20%. Dabei ist Starbucks ja an und für sich ein Wachstumsunternehmen. Wie kann es sein, dass die jetzt 20% zurückgekommen sind? Nun, Starbucks hat Teile des Teegeschäftes wieder abgestoßen, was dem Markt so gar nicht gefallen hat. Dass man halt quasi gesagt hat, okay, davon, von der Sparte trennt man sich, das ist nicht gewinnbringend, stoß mal ab. Das findet der Markt gar nicht gut, da scheinbar sehr viel Erwartungen da reingesetzt hat. So, so viel zur, ich denke, wie Starbucks Geld verdienen, muss ich nicht groß erklären. Die vierte Aktie, die einen Rücksetzer hatte, oder wie wir hier sehen, sogar zwei Rücksetzer, ist Nike. Nike ist der größte Sportartikelhersteller der Welt mit einem, ja, solider Marktführer, weit vor Adidas und vielleicht jetzt auch noch Under Armour, aber das sind keine wirklichen Konkurrenten. Wenn man sich die Umsatzzahlen und die Absatzzahlen anschaut, muss man sagen, Nike ist ganzes Stückchen vorneweg. Jedoch muss man sagen, dass aktuell gerade so was Neuerungen angeht, da ist Adidas hat aktuell eher die Nase vorn und Adidas hat auch eine sehr schöne Performance über die letzten Jahre hingelegt, wohingegen Nike ja von 55 auf 44 runter ist, also auch um die 20% nachgegeben hat. Und auch was die Dividende angeht, muss man sagen, Nike zahlt recht wenig Dividende. Wir haben hier aktuell Dividende von 70 Cent je Aktie, also immerhin über 1% Dividendenrendite und die ist auch sehr schön gestiegen. Und wenn man sich die Ausschüttungsquote anschaut von einem Ergebnis je Aktie 2,50 Euro und 2,50 Dollar und dann hat man 70 Cent Dividende, das ist noch nett. Da ist noch sehr viel Steigerungspotenzial da, sagen wir es mal so. So, und die fünfte Aktie, um die es gehen soll, ist General Mills. General Mills, ein Nahrungsmittelkonzern, und gar nicht mal so klein, hat in diesem Jahr allein 21, fast 22% nachgegeben, was hier natürlich auch am Euro liegt. Das ist, möchte ich gleich noch dazu sagen, das ist bei allen Kursen, die wir uns hier angucken, schauen wir uns die Euro-Kurse an und da ist es teilweise, dass das jetzt noch ein bisschen weiter runtergegangen ist, liegt auch an Euro-Dollar-Kurs.
US-Dollar-Verhältnis. So, aber schauen wir uns das Ganze mal etwas größer an. Und zwar sind wir hier bei 65 Euro und jetzt sind wir gerade mal noch bei 45. Also das ist ein Rücksetzer von reichlich 30%. Und das ist schon ordentlich dafür, dass man ja sagt, Nahrungsmittelbranche, ja, relativ konstant, solide, zahlen gut Dividende. Das muss man auch sagen. General Mills hat eine sehr schöne Dividende, aktuell hier von 1,92 Euro bei einem Kurs von gut 44 Euro. Also wirklich fast 4%, nicht ganz 3,5%, sowas in der Drehe. Aber die Ausschüttung geht halt auch gut nach oben. Und was das große Problem ist, warum gab es den Rücksetzer oder warum ist es seit mehreren Jahren nun rückläufig? Nun schaut man sich die Umsatzerlöse mal an, muss man sagen, dass das Hoch im Jahr 2000, also seit dem Jahr 2012 haben wir ja mehr oder weniger so eine Stagnierung. Also das geht noch minimal nach oben, aber alles in allem, also bis 2014 steigt es zumindest noch ein bisschen, aber dann geht es eigentlich nach unten. Und das trotz steigender Weltbevölkerung. So viel zu den 5 Aktien. So, und jetzt, welche Aktien würde ich davon kaufen, beziehungsweise welche habe ich? Also, ich habe erstmal Aktien von AT&T und von Starbucks. So, und welche Aktien ich definitiv nicht kaufen würde, ist General Mills. Und zwar, General Mills ist gerade sehr beliebt bei Dividendeninvestoren, weil, ja, Nahrungsmittel braucht man ja immer, gegessen wird immer, die Weltbevölkerung wächst und so weiter und so fort. Zudem gibt es je niedriger General Mills sinkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass General Mills übernommen wird. Und da könnte es dann sein, dass es nochmal einen ordentlichen Kurssprung nach oben gibt. So, warum würde ich die Aktie jetzt nicht kaufen und lasse da definitiv auch die Finger von? Nun, der Umsatz bei General Mills, also eigentlich so seit dem Jahr 2012, minimal noch gestiegen. Aber für mich ist so seit 2012, ist eigentlich seit 5 Jahren stagniert oder sinken die Umsätze bei extrem steigender Weltbevölkerung. So, das heißt, wir haben durchaus das Szenario bereits, dass die Weltbevölkerung wächst ohne Ende, nur der Umsatz von General Mills, da passiert nicht viel. Also der Umsatz stagniert trotz steigender Weltbevölkerung. Und der zweite Punkt ist, im letzten Jahr gab es einen Übernahmeversuch von Unilever. Und Unilever ist recht teuer und Unilever wächst. Unilever wächst jedes Jahr im Nahrungsmittelsektor. Und Unilever ist deutlich, deutlich größer als General Mills. Und trotzdem hat man nicht versucht, General Mills zu übernehmen, die deutlich, deutlich günstiger waren, und versucht, Unilever zu übernehmen. Hier 3G Capital, also Heinz Kraft. So, warum macht man das nun? Warum will man Unilever übernehmen, die deutlich teurer sind als General Mills? Nun, scheinbar geht der Markt auch eher davon aus, dass die Übernahmewahrscheinlichkeit von General Mills wächst nicht unbedingt. Und wenn ich jetzt in General Mills investieren würde, dann würde ich nicht auf einen Turnaround spekulieren, sondern eher auf die Übernahme. Und das ist eine reine Spekulation und deswegen für mich keine Investition. Also General Mills fällt definitiv raus. So, jetzt zur zweiten Aktie, die ich nur im Sparplan kaufen würde und nicht erst einmal Kauf tätigen würde. Und zwar ist das AT&T. Und da gehen wir nochmal zurück zu AT&T. AT&T hat das große Problem, es wächst organisch nicht mehr. Das heißt, man hat quasi sehr viele Kunden in den USA insbesondere, aber man wächst nicht weiter. Im Gegenteil, man verliert Kunden, insbesondere an T-Mobile in den USA. Und wie wächst man überhaupt noch? Wenn man sich die Bilanz anschaut, sieht man, okay, das Umsatzwachstum ist dennoch vorhanden. Und wenn man nicht mehr aus eigener Kraft wächst, sag ich mal, schauen wir uns hier die Umsatzerlöse an, man wächst ja durchaus von Jahr zu Jahr. Wie schafft man es nun? Nun durch Übernahmen. AT&T kauft sehr, sehr teure Unternehmen, auch für sehr viel Geld. Gerade ist wieder die Übernahme von Time Warner angedacht für über 100 Milliarden US-Dollar, was wirklich, wirklich viel Geld ist. Selbst für so einen großen Konzern ist das wirklich viel Geld. Und gleichzeitig muss man sagen, dass man die Unternehmen sehr teuer kauft. Time Warner wird zum Beispiel finanziert primär über Anleihen und da hat man teilweise über 5% Zinsen, die man zahlen muss und das auf über 40 Jahre. Also das sind sehr, sehr teure Akquisitionen, die AT&T da tätigt. Und ich glaube, wenn die Zinslandschaft sich in den USA in den nächsten Jahren weiter so verändert, wie es aktuell den Anschein hat, wird AT&T auch noch ein ganzes Stückchen nach unten gehen. So, und deswegen ist AT&T für mich so eine Aktie, die kaufe ich definitiv im Sparplan. Ich glaube, allein durch die Akquisition werden die auch noch in 100 Jahren existieren, einfach weil die sehr viele Unternehmen kaufen. Aber
Das wird jetzt für mich keine Kursrakete sein, eine sehr schöne Dividende, aber ich würde da jetzt nicht weder übergewichten noch da besonders große Einmalkäufe tätigen, ganz einfach, weil das auch gerne nochmal 20% nach unten sacken kann. So, und jetzt haben wir noch drei Unternehmen übrig: Fresenius, Starbucks und Nike, und das sind für meine Begriffe drei klare Kaufempfehlungen. Anfangen werde ich, also auf Platz 3 setze ich hier Starbucks. Okay, was ist passiert bei Starbucks? Der Rücksetzer, ich finde den Rücksetzer sogar sehr gut und ich finde es seltsam, wie der Markt da reagiert. Ich habe mal einen Artikel rausgesucht, wo man das nochmal sieht. Und zwar, Starbucks stampft die Teefilialen ein. So, und das finde ich überhaupt nicht schlecht. Der Markt hat da ja sehr böse drauf reagiert, würde ich meinen. Aber ich finde das für den Aktionär eine gute Sache. Es ist nicht so, dass man ewig an irgendetwas festhält. Nein, im Gegensatz, ist es so, bei Starbucks ist der Shareholder Value echt hoch. Irgendetwas funktioniert nicht, etwas bringt kein Geld und man sieht auch nicht, wie das Geld bringen soll. Dann schleife ich das nicht Ewigkeiten hinter mir her und versuche das irgendwie durchzubringen. Nein, ich cutte das direkt, ich stampfe das direkt ein. Also ich finde das sogar eine positive Entwicklung und ich glaube, bei Starbucks, wenn man die Videos auf YouTube sieht, wie wenn neue Starbucks-Filialen im asiatischen Raum eröffnet werden, wie da Schlangen sind, wie die Leute 2 Stunden oder 3 Stunden warten. Das ist so eine richtig starke Marke geworden und gerade im asiatischen Raum, glaube ich, wird die auch noch wachsen ohne Ende. Das ist für mich ein klarer Fall. Einmalkauf würde ich auch so machen. Ich habe es aktuell im Sparplan, aber das ist eine Aktie, da würde ich drüber nachdenken, die auch einmal zu kaufen. So, und jetzt haben wir noch zwei Aktien übrig, einmal Fresenius und einmal Nike. Und da setze ich würde die gern beide auf Platz 1 setzen, aber da ich mich entscheiden muss, würde ich Fresenius auf Platz 2 setzen. Fresenius ist Gesundheitskonzern primär aus Deutschland und schauen wir uns die Zukunft an in Deutschland. Wir werden immer älter, wir werden immer mehr, also die Ausgaben für Gesundheit steigen immer und immer mehr und gleichzeitig werden wir immer mehr Rentner, also immer mehr Leute, die primär davon abhängig sind. Also ich glaube, Fresenius hat eine sehr, sehr goldene Zukunft, was mich so ein bisschen, ja, zurückhält. Ich sag mal, dass Fresenius wirklich nur auf Deutschland begrenzt ist, bevor man jetzt weltweit große Kliniken übernimmt. Das kann ich mir durchaus auch sehr gut vorstellen. Für mich ist noch so ein bisschen, also die Ausgaben im Gesundheitssektor sind insbesondere in Deutschland. Also wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, sehr teures Gesundheitssystem, aber das ist halt nicht überall auf der Welt so. Und gerade in den USA sieht es ja so aus, als ob das nicht so sich entwickeln wird wie in Deutschland. Deswegen aber grundsolide Aktie. Tim Schäfer würde sagen, das ist eine Qualitätsaktie. Davon halte ich nicht so besonders viel, aber das ist so eine Aktie, die gefühlt immer teuer ist und gerade hat man einen schönen Kursrücksetzer. Reichlich 10% würde ich kaufen. Und die letzte Aktie, die ich auf Platz 1 setze, ist Nike. Ja, Nike ist Weltmarktführer als Sportartikelhersteller und für mich ist das so eine Aktie, ähnlich wie McDonald's. Also die kannst du eigentlich immer kaufen und gerade der Kursrücksetzer lädt definitiv dazu ein und dem Unternehmen wird es auch langfristig wieder gut gehen. Ja, Adidas, Under Armour haben gerade ich sag mal, die neueren und die hipperen Unternehmen, wobei die Under Armour-Aktie gruselig ist, aber das sind quasi, sag mal, die hipperen Unternehmen. Nike läuft da nur mit und das sieht man auch im Aktienkurs sehr gut, aber das ist halt wie bei McDonald's. McDonald's hat auch nicht die Neuerungen. Lieferdienst kam von Burger King. McDonald's übernimmt ihnen, welche Aktie läuft langfristig gut. Die McDonald's-Aktie. Und man muss nur mal auf die Straße gehen und schauen. Die Leute tragen Nike und Adidas ist vielleicht hip, bringt Neuerungen raus. Aber langfristig, glaube ich, ist Nike die Aktie, die auch langfristig Weltmarktführer bleiben wird und die Gewinne und die Umsätze einfahren wird. Also Nike ist für mich einfach inzwischen fast so eine Art No-Brainer geworden. Ich halte aktuell noch keine Aktien von Nike, bin aber guten Mutes und analysiere die Aktie gerade auch noch ein bisschen ausführlicher, dass das wohl meine nächste Einmalinvestition werden wird. Ja, damit sind wir am Ende von diesem kleinen Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.